Bei eher regnerischem Wetter machen wir eine Bergtour auf den Zwiesel. Start ist am Forsthaus Adelgas, östlich von Inzell. Über die Kolaalm besteigen wir zunächst den 1750 Meter hohen Gamskogel. Dann folgen wir dem Grat nach Osten und stehen als nächstes auf dem Zwiesel, dem mit 1782 Metern höchsten Berg in der Staufenkette. Vom Zwiesel geht es zurück zum Forsthaus Adelgas. Beim Aufstieg ist es ungemütlich nass. Kurze Regenpausen wechseln mit stärkeren Schauern. Bei dem nassen Wetter sitzen viele Alpensalamander auf dem Weg. Um die Sonnenstrahlen besser nutzen zu können, sind sie, im Gegensatz zu den Flachlandarten, total schwarz. Oberhalb der Kolaalm wird es steil. Mit Regenschirm in der Hand nicht gerade ideal zu gehen. Aber ohne wird die Kamera einfach zu nass. Im Nebel kommt das Gipfelkreuz des Gamskogel in Sicht. Da der Regen inzwischen aufgehört hat und es noch früh ist, beschließen wir hinüber zum Zwiesel zu gehen. Zunächst geht es drahtseilgesichert in einer Scharte bergab, dann wieder am Drahtseil steil bergauf. Die letzten Meter zum Kreuz stängeln sich erst gemütlich durch Latschen und dann über einen freien Hang. Ab und zu geben die Wolken den Blick ins bayerische Vorland frei. Nach Norden liegt tief unter uns der Frillensee. Im Osten liegen der Zenokopf und am Horizont der Hochstaufen. Nicht der bekannte Hochstaufen, sondern der Zwiesel ist der höchste Gipfel im Staufenkamm. Von Bad Reichenhall aus dominiert aber der Hochstaufen den Blick. Der Name Staufen kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet steil aufragender Fels. Wir gehen wieder zurück zum tiefsten Punkt zwischen Gamskogel und Zwiesel. Während des weiteren Abstieges zeigt sich sogar kurz die Sonne. Den Weg säumen Teufelskralle, Türkenbund, Flockenblume, Knabenkraut, Alpenrose und Alpendost. Dann haben wir wieder das Forsthaus Adelgas erreicht. Von dort hat man einen schönen Blick auf den Zwiesel, der sich felsig über den Bergwald erhebt.